Domian, das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben, ich begrüße euch herzlich, sehr herzlich zu einer neuen Talk-Woche. Schön, dass ihr da seid. Montagnacht, wie immer, bei uns eine offene Runde, eine freie Themensendung für all eure Themen, die euch interessieren, über die ihr gerne mit mir sprechen wollt. 0800 220 50 50, die Telefonnummer, wie immer kostenfrei für euch. Oder mailt domian@wdr.de und wenn ihr mailt, bitte eure Telefonnummer in die Mail reinschreiben, damit wir euch dann auch rasch zurückrufen können, unter Umständen. So, mein erster Anrufer heute Nacht ist der Jens und Jens ist 22. Guten Morgen, Jens. Guten Morgen, Domian. Ja, Jens, schön, dass du da bist. Jo. Um was geht's bei dir? Ich wollte dir mal von meinem Unfall erzählen. Ja? Also ich hatte letztes Jahr am 1. April, was auch ziemlich crazy ist, finde ich, weil auf dem 1. April war ein schwerer Unfall, fast tödlichen Unfall. Mhm. Und zwar wollte ich sprühen auf einem Zug. Was wolltest du? Sprühen, Graffiti sprühen. Auf einen Zug? Genau. Das sollte man ja nicht machen. Nee, eigentlich nicht. Auf einen stehenden Zug? Ja, natürlich, ne? Jawohl, ja, auf einen stehenden Wo Zug. Wo stand der Zug? Das war hier da in Duisburg an unserem Güterwaggon. Auf dem Bahnhof, im Güterbahnhof. Genau, auf dem Güterbahnhof. Ja. Ja, und ich war allein unterwegs und bin dann halt zwischen den Zügen, Waggons da rumgeklettert, rumgejumpt. Und dann hat es wohl ein bisschen genickelt und ich kam zu nah an der Oberleitung. Die Leitung ist so ein bisschen schlecht. Sag's nochmal, du bist zu nah an die Oberleitung gekommen? Genau, ich bin zu nah an die Oberleitung gekommen. Dadurch entwickelte sich ein Blitzbogen und der... Geh mal mit, du telefonierst mit dem Handy, Jens, ne? Ja. Geh mal irgendwie ans Fenster, da sind immer so kleine Unterbrecher. Das macht es mühselig zuzuhören oder dich zu verstehen. Ist das jetzt besser? Wir versuchen das jetzt mal. Also, du bist zu nah an die Oberleitung gekommen, an den Starkstrom. Ja, genau. Ja? Und dadurch habe ich halt den Blitz abgekriegt von der Zugleitung. Und das waren 15.000 Volt. Wie viel Meter warst du von der Leitung entfernt? Also die Polizei sagt, so 2 Meter war ich ungefähr. Ja, dann warst du auf einen Waggon raufgeklettert, oder wie? Ja, genau. Ja. Ich habe die Zugleitung nicht berührt. Nee, ist mir klar. Das reicht, ich weiß, das reicht aus, dass man in eine bestimmte Nähe kommen muss von diesen Leitungen und dann können die schwersten Unglücke passieren. Ja, genau. 15.000 Volt waren da in dieser Leitung. Ja. Ja, das war ziemlich heftig. Und was ist dann passiert? Du hast, hast du einen Schlag gespürt? Also ich kann dir nur Momente erzählen. Ich kann mich jetzt nicht komplett an den ganzen Abend erinnern. Also ich habe so ein, wie soll ich dir das erklären? Ich habe so einen Schlag verspürt und dann bin ich wieder aufgewacht. Mhm. Also dann kann ich dir genau erzählen, was passiert ist. Mhm. Ich bin wieder aufgewacht und habe eigentlich nicht realisiert, was wirklich passiert ist. Mhm. Ich habe auf meine Hände geguckt und die waren schwarz. Ja. Und ich bin richtig in Panik ausgebrochen, weil die waren wirklich verkohlt. Das war Hölle. Ja, aber du hattest keine, in dem Moment noch, oder hattest du keine Schmerzen? Nee, in dem Moment hatte ich gar keine Schmerzen. Wie ging es dann weiter? Ja, das war auch ziemlich krass. Ich wollte dann noch selber ins Krankenhaus laufen, was ich aber leider nicht geschafft habe. Mhm. Ich bin immer wieder zusammengebrochen. Um wie viel Uhr, zu welcher Uhrzeit war das? Das kann ich dir genau sagen. Das war 1:05. 1:05, also 17 Uhr nachmittags. Nee, ach, frühmorgens. Morgens. Ach so, das heißt, da war dann auch kein Mensch weit und breit auf dem Güterbahnhof? Nee, absolut nicht. So, und wer hat dich dann gefunden? Ich bin in Ohnmacht gefallen ab und zu, dann bin ich wieder wach geworden und ich hatte selber die Polizei noch angerufen. Ach so, das hast du selbst noch gemacht. Ja, und die musste mich erstmal 3 Stunden lang suchen. Also ich hatte viele Gespräche mit der Polizei und die hat mich zuerst gar nicht gefunden. Konntest du denn... Also bist du zusammengebrochen, konntest nicht laufen, aber noch telefonieren oder wie? Genau, das hat noch funktioniert. Also dann lagst du da, hast telefoniert, mir ist das und das passiert, aber ich kann mich nicht mehr bewegen, großartig. Und ich konnte auch nicht genau sagen, wo ich war. Mhm.
auch noch das Problem. Also, ein solcher Unfall kann einem natürlich das Leben kosten. Auf jeden Fall, ich war kurz davor. Wie geht es dir heute? Heute geht es mir eigentlich schon ziemlich gut. Ich bin ja durch den Unfall bin ich ja von dem Waggon gestürzt. Das muss ich noch kurz davor erzählen. Und habe ein Ödem am Halswirbel gehabt. Ja. Am C3 und C4. Ja. Dadurch habe ich eine inkomplette Querschnittslähmung. Oh. Jetzt. Oh. Die ist Tetraplegie. Tetraplegie bedeutet, dass alle Extremitäten davon betroffen sind. Und diese Lähmung hält auch bis heute vor? Nee, Gott sei Dank nicht. Ach so. Gott sei Dank. Das ist ja dieses kleine Wörtchen inkomplett. Mhm. Also das war nur gequetscht, das war halt nicht getrennt, so. Das war halt nur eine Quetschung. Die Verstehe. Quetschung ging langsam zurück und dadurch kam halt auch die Bewegung wieder. Wie lange warst du dann querschnittsgelähmt? Also ich kann jetzt immer noch sehr schlecht laufen. Mhm. Ich laufe noch an einem Gehstock. Ja. Aber meine Füße sind noch so wie eingeschlafen. Die kribbeln, das ist ein ganz komisches Gefühl in den Füßen. Gab es denn sonst Schäden an inneren Organen aufgrund des Stromschlages? Nee, Gott sei Dank nicht. Also habe ich gar nicht. Ist das, was du jetzt im Moment zurückbehalten hast, noch die Probleme mit dem Gehen? Ja, genau. Und besteht da die Hoffnung, dass du wieder richtig wirst laufen können? Also das kann mir keiner genau sagen. Ich hoffe. Ja, jetzt habe ich gerade aufgrund der Störungen im Handy nicht ganz verstanden, war das im April in diesem Jahr oder in vorigem Jahr? Im vorigen Jahr. Im vorigen Jahr, ach ja, also das heißt, da ist man schon lange am Rumdoktern an dir und man macht sehr viel. Und das krass war noch, das war am 1. April. Am 1. April? Ja. Warum war das krass? Der Scherztag. Ach so, aber die Polizei hat es dir doch geglaubt, oder? Ja, zuerst nicht, sie haben zuerst aufgelegt. Ja. Und dann hab ich halt öfters angefangen. Also du bist mit deinem Leben davon gekommen, aber ja. Du hast natürlich auch ganz schön zu tragen an dem, was jetzt da von übrig geblieben ist. Ja, klar, auf jeden Fall. Mhm. Du warst aber definitiv alleine unterwegs oder war noch jemand da, der abgehauen ist? Also ich denke, ich war alleine unterwegs. Wie ich denke? Weißt du das? Ich weiß es nicht genau. Ich kann mich an den Unfalltag nicht genau erinnern. Achso, was hat sich auch kein Freund hinterher irgendwie nochmal gemeldet und hat gesagt, ich war mit dir unterwegs? Das weißt nee, du. Das hat keiner gemacht. Mhm. Also hast du das Graffiti-Sprayen ist teuer bezahlt mit deiner Gesundheit? Ja, auf jeden Fall. Also ich mal gar nicht mehr. Ja, ja, das will ich auch hoffen. Habe ich echt teuer bezahlt. Wie geht's Schweine, denn? Hm? Ich sag mal, die Schweine, wo ich im Krankenhaus lag, das war groß in der Zeitung, stand groß in der Zeitung, dass ich das überlebt habe und so. Und nach diesem großen Zeitungsartikel in der Zeitung sind die noch bei mir in eine Wohnung eingebrochen. Wer? Ich weiß es nicht, wer das war. Bis heute ungeklärt. Also irgendwelche Kumpels von dir, Ex-Kumpels oder was? Ja, ich weiß es echt nicht. Du weißt es nicht. Hm. So, dann hat sich das Leben eines jungen Typs wie dir auch radikal verändert nach diesem Unfall. Ja. Du bist nicht mehr so vital, agil wie vorher. Was hast du vorher beruflich gemacht? Das ist auch sehr ärgerlich. Ich habe ein Praktikum als Veranstaltungstechniker gemacht. Mhm. Und ich hätte auch auf jeden Fall übernommen worden. Aber das ist dann alles erstmal in die Hose gegangen. Ja. Was machst du heute? Im Moment bin ich ein wenig perspektivlos. Ich weiß nicht, was ich machen soll im Moment. Mhm. Hast du denn was für einen Schulabschluss hast du? Eine Abgang Klasse 9. Abgang Klasse 9. Mhm. Also einen sehr schlechten Schulabschluss. Hast du dich denn beraten lassen, was du jetzt auch mit dieser körperlichen Einschränkung, die du im Moment hast, was du da machen könntest, was du da eventuell lernen? Also ich habe mich jetzt selber erstmal bei der Volkshochschule beworben, weil ich meinen Schulabschluss nachholen möchte. Ja, das ist doch eine pfiffige Idee. Genau, das kannst du ja. Schulabschluss erstmal nach. Wichtig. Ja, finde ich auch, genau. Weil ich da ist, körperliche Arbeit ist das ja gar nicht. Genau. Mhm. So muss ich ja nur sitzen und lernen und das auf jeden Fall. Ja, das finde ich auch schon mal sehr gut, sehr richtig. Das mach mal. Und dann kann man immer noch weiter gucken, wenn du vielleicht dann, also das erste Ziel ist der Hauptschulabschluss, ne? Ja, genau. Und eventuell vielleicht sogar einen Realschulabschluss, mal gucken. Ja, genau. Und je höher du kommst, desto größer sind natürlich auch deine Chancen dann, etwas zu finden, was für dich angemessen ist. Ja. Nochmal die Frage, meinst du, dass du das immer irgendwie behalten wirst, die Probleme mit dem Gehen? Nein.
Also ich werde immer humpeln, auf jeden Fall. Ja. Also ganz. Ich werde noch besser laufen können. Mhm. Wie lebst du heute? Lebst du alleine bei deinen Eltern noch oder hast du eine Freundin? Ich wohne allein. Du wohnst alleine. Haben sich. Aber in meinem Familienhaus. Also hier wohnt meine Oma, mein Onkel und so weiter. Ach so, das ist ja schon ganz gut. Dann bist du da eingebettet mit Menschen um dich herum. Hattest du zum Zeitpunkt deines Unfalls eine Freundin? Nee, hatte ich nicht. Nee. Hast du danach eine gehabt? Aber ich hatte echt tafte Kollegen. Ja? Also wir machen selber Musik und die haben mir einen Song geschrieben. Das war echt genial. Das heißt, die Freunde haben dich nicht verlassen? Nee. Bis heute nicht? Bis heute nicht. Ja, das war schon mal gut. Und wie ist es so in Sachen Liebe? Ja, also ich hatte eine Reha-Maßnahme letztes Jahr. Ja? Und da habe ich auch ein Mädchen kennengelernt. Ach ja. Probleme habe ich damit nicht irgendwie. Ja, das ist doch auch schon mal ganz gut. Auf jeden Fall, ja. Mensch Jens, das hätte ja wirklich ganz, ganz, ganz schlimm enden können, ne? Das stimmt, ja. Da hast du in all dem Unglück jetzt aber dennoch einen ganz, ganz tapferen Schutzengel gehabt. Ja, ich hatte den Papst in der Tasche. Ja, ja. So kann man es auch nennen, ja. Mein Lieber, jetzt will ich nochmal sagen, dass ich das gut finde mit der Schule, mit der Weiterbildung. Mhm. Das ist ein richtig kluger Weg. Und mach da so viel du nur irgend aus dir raushauen kannst. Das kann nur für dich nutzen hinterher. Ja, ich denke mir, wenn ich diesen schweren Weg geschafft habe, dann schaffe ich den Rest auch noch. Genau, richtige Einstellung. Eine Kleinigkeit eigentlich. Genau, ganz genau. Wenn Zeit hast du jetzt zum Lernen, dann kann nichts mehr schief gehen. Ja, genau, auf jeden Fall. Jens, ich wünsche dir alles Gute. Und dass du wieder noch fitter wirst, als du bist. Ja. Und vor allen Dingen, dass du ordentliche Abschlüsse kriegst und dann irgendwann vielleicht beruflich das machen wirst können, was du gerne möchtest. Alles klar, danke schön. Alles Gute. Danke. Tschüss. Ciao. Und weiter geht es mit dem Patrick. Patrick ist 30. Guten Morgen. Hallo? Hallo? Ja, Patrick. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, grüße dich. Und ja, bei dir ist auch noch eine Kim, die ist 23, stimmt das? Ja, die ist hier neben mir, sitzt hier neben mir. So, warum habt ihr angerufen? Das ist ein sehr ausschweifendes Thema. Wir sind jetzt seit fast 2 Jahren zusammen, also wir sind seit über 2 Jahren zusammen, Oktober. Ja. Die Beziehung kühlt langsam ab, ja, weil das Vertrauen irgendwie abnimmt. Warum? Ist irgendwas vorgefallen? Es ist was vorgefallen, ja. Was ist denn vorgefallen? Ich sag mal so, meine Freundin war auf Geschäftsreise, also sie ist Studentin, hatte halt einen Studentenjob. Mhm. Und in dieser Zeit war ich ihr halt nicht ganz treu. Wie lange war sie weg? 4 Tage. Ich habe es gerade gedacht, hoffentlich sagt er jetzt nicht 4 Tage, 4, 5 Tage. Nein, also ich bin... Wie nach 4 Tagen bist du schon untreu? Was ist denn da los? Ich bin nicht fremdgegangen, ich habe sie nicht betrogen, also so körperlich, sondern ich war einfach nur ein bisschen im Internet und habe halt auf irgendwelchen komischen, lustigen Seiten habe ich mich halt ein bisschen umgesehen. Wie komische, lustige Seiten? Was hast du denn da gemacht? Ja, auf so Sexseiten halt. Du hast dir Pornos angeguckt im Internet? Ja, ein wenig. Aber nur das? Nur das, ja. Ach so, also du bist nicht, du hast dich dann nicht irgendwie noch mit einer Frau getroffen oder so? Nein. So, und dann? Hast du das irgendwann Kim erzählt? Nein, also es ging halt, sie hatte halt ein Studentenzimmer in, und ich war halt dann halt hier an ihrem Computer in ihrer Wohnung, in ihrem Studentenzimmer und hab halt von dem Computer aus... Verstehe, sie hat die Spuren gesehen. Sie hat die Spuren gesehen, richtig. Und dann kam's raus. Dann kam's raus. www.erotik.de oder sowas, wo du warst. Ja, zum Beispiel. Oder was, ich weiß gar nicht, ob es das gibt, aber irgendwie sowas in der Richtung. Ja. Mhm. Und wie hat sie da reagiert? Aber das könnte sie mir vielleicht selber sagen. Gib sie mir doch mal. Wir reden gleich weiter. Okay. Hi, Domian. Liebe Kim, 23 bist du. Yep. Schön, dass du da bist. So, jetzt bist du dem Schlingel auf die Schliche gekommen. Ja. Und frag mich, wie das rausgekommen ist. Ich frag dich jetzt, wie das rausgekommen ist. Gemeinheitshoch 3, ey. Ich kam nach Hause. Ja. Ich muss kurz Vorgeschichte erzählen. Ich war, wie gesagt, auf Studentenjob. Mhm. Ich habe da für uns, also für ihn und mich, Geld verdient. Mhm. Und ich lag da im Bett. Ich muss noch dazu sagen, ich habe es mit meiner Mutter gemacht, also den Job. Mhm.
Und er hat mir dann so sehr intime Mails geschrieben, also per Handy. Mhm. Telefonieren war nicht möglich wegen einem schlechten Empfang. Ja. Und eigentlich war ich auch gut bei der Sache und war eigentlich sehr zufrieden. Ich meine, als ich nach Hause kam, ich hatte mein Geld verdient, ich hatte tollen SMS-Sex mit meinem Freund. Achso, so richtig Schweinkram hat er dir geschickt. Aber richtig. Aber hallo. Hoch drei. So, dann komme ich nach Hause, also quasi da, wo mein Freund währenddessen gewohnt hat, nämlich in meinem Studentenzimmer. Mhm. So, ich setze mich ganz locker und lustig an meinen PC, habe alles mal abgecheckt und guckte dann die Verlauf. Die Temp-Files nach und dann habe ich gesehen, bla, Sex, dies und Susi live und bla. Das Schöne ist, bei meiner Sicherheitseinstellung, dass da nicht nur der Verlauf gespeichert ist, sondern dass man da auch teilweise die Fotos nachsehen konnte. Oh. Und das waren eindeutige Fotografien. Und das war mehr als eindeutig. Ja. Also ich will jetzt keine Werbung machen, aber... Wir können es uns vorstellen. Ja, genau. So, dann hast du ihn zur Rede gestellt. Ja, und zwar nicht nur einfach so auf blauen Dunst, sondern ich hatte wirklich die Uhrzeit da und ich hatte mein Handy da. Oh, bitter. Das heißt, also er hat sich die Pornos angeguckt? Während er mit mir SMS Sex Hardcore hatte. Ja. Mhm. Ja, okay, soweit die Infos. Soweit die Infos. Hat er dann gleich gestanden? Ja, schön wär's. Er hat erstmal abgestritten. Ja, er hat's übelst abgestritten. Ich dachte, ich komme nicht mehr klar. Ich habe die Zeit auf meinem Handy gehabt, ich habe die Zeit auf meinem PC gehabt. Aber irgendwann waren die Fakten ja umwerfend, ne? Da konnte er gar nicht mehr gegen sprechen. Ach, hast du eine Ahnung. Aber er ist abgestritten bis zum Get-No. Aber natürlich habe ich gesagt, irgendwo, pass mal auf, du kannst mir erzählen, was du willst. Aber auf meinem PC steht das, auf meinem Handy steht das. Also, lange Rede, kurzer Sinn, er hat es dann eingestanden und jetzt habt jetzt hängt eine Krise über euch beiden. Aber übel. Aber übel. Zwei Jahre seid ihr zusammen, sagte Patrick gerade. Ja. Du bist stinkesauer auf ihn, dass er das gemacht hat. Auf jeden Fall. Und ich habe ein unheimliches Problem, einfach in der Hinsicht wieder Vertrauen zu ihm zu fassen. Ja. Ich meine, er erzählt mir, ja, ich liebe nur dich und du bist die Frau meines Lebens und bla 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 bla. Bisher ist aber noch nichts vorgefallen. Es ist, Ich weiß es nicht. Na gut, aber du bist ihm nicht fremdgegangen? Nein. Und er ist dir auch noch nicht fremdgegangen? Ich weiß es nicht. Gib ihm mir mal eben, ich will ihn mal persönlich fragen. Wir reden gleich weiter. Okay. Mhm. Bis gleich. Ja, bis gleich. Hallo? So, die Sachlage ist uns allen jetzt eindeutig klar, Patrick. Ja, jetzt leider. Und unter uns beiden Betschwestern. Ja. Bisher der Kim absolut treu gewesen? Ja, auf jeden Fall. Hast du denn vorher schon mal im Internet auch schon mal ein bisschen rumgesucht nach diversen Dingen? Ja, also jetzt nicht so zielstrebig. Also ich setze mich jetzt nicht vor den Computer und suche dann halt nach irgendwelchen... Durch Zufall sind diese Seiten mal aufgegangen. Ja, das kennt ja auch jeder. Irgendwo geht ein Fenster auf, ein Cookie und okay, dann, also du, aber, an und dann klickt man weiter und so, aber... Okay, du hast ja ab und zu schon mal auch früher solche Sachen angeguckt im Netz. Ja, das ist richtig. Wie ist dein Gefühl zu Kim? Ja, ich liebe sie mehr als mein Leben. Du liebst sie mehr als dein Leben, also das ist eine ganz große Liebe für dich. Das ist richtig. Wie läuft es bei euch im Bett? Im Moment ist so ein bisschen flach. Aber im Moment ist klar, weil ja nur eine Irritation da ist. Aber vorher, bevor dieser Vorfall stattgefunden hat? War gut. Also war gut und war auch heftig. Ja. Jetzt gibst du mir Kim bitte nochmal. Okay. Hallo? Ich weiß nicht, ob du es mitgehört hast, meine Frage. Ja, sicher. Ja. Wie war das für dich bisher? Also vor diesem Vorfall, wie war die Sexualität für dich mit Patrick? Ich war sehr offen und ich hatte sehr viel Spaß am Sex. Also ich hatte vor allem auch Spaß an ungewöhnlichen Orten. Ich hatte einfach... Also eine gute Sache vorher. Es lief bombig, kann man sagen.
Auf jeden Fall. Fantasiefreien Lauf und zusammen ein Trinken und ist was draus geworden, egal, am Schreibtisch, am Treppe, im so. Fahrstuhl, auf dem Auto, irgendeinem, ist scheißegal, es war super. Wie ist dein Gefühl zu Patrick? Jetzt gehen wir auch nochmal vor diesen Vorfall zurück. Ja. Große Liebe? Ich weiß es nicht, ob es die große Liebe ist. Ich habe... Also, wie gesagt, wir gehen vor diesem Vorfall zurück. Okay, ich hab sehr viel hineininterpretiert, auf jeden Fall. Du hast viel in ihn hineininterpretiert? Ja, also ich habe mir... Bevor dieser Vorfall passierte, hast du geglaubt, dass Patrick schon deine große Liebe ist? Ja. Ja. Und dieser Vorfall hat dich jetzt irgendwie komplett aus den Socken gehauen? Der hat mich komplett aus der Bahn geworfen. So. Kim, jetzt muss ich mir was sagen. Wenn der Patrick mir das so sagt, dass er dich so sehr liebt und ich irgendwie bei dir auch den Eindruck... Aber er sitzt neben mir. Wie, er sitzt neben mir? Ja. Ja. Ich wollte gerade den Satz fertig sagen. Und du, bevor das passiert ist, offensichtlich deinen Freund auch sehr gerne gehabt hast, finde ich, dass man mit so einem Vorfall nicht so streng umgehen sollte. Aber er lügt mich nicht nur in der Beziehung an. Das ist ein anderes Thema. Wenn der Patrick ab und zu mal auf diesen Seiten gewesen ist, sage ich dir, finde ich das nicht so dramatisch. Wir Männer sind nun mal Schweine und wir gucken uns gern schon mal so Sachen an. Ich bin auch ein Schwein. So, genau, ihr Mädels guckt euch das ja auch schon mal an. Und das sagt überhaupt gar nichts über die Liebe und die Treue zu dem Partner aus. Das ist so, auf der Straße guckt er auch schon mal Mädels nach und du guckst auch Jungs nach. Das finde ich nicht so dramatisch, muss ich ja ehrlich sagen. Und vor allem hat er auch einen geilen Schwanz. Ja, so genau wollten wir es nun nicht wissen, aber nun gut, das spricht ja dann auch noch für ihn. Wenn der jetzt wirklich gezielt fremdgegangen wäre, hätte ich belogen und betrogen, kannst du sicher sein, dass ich hier ganz anders sprechen würde. Ich finde, wenn ihr beide eine gute, große Liebe habt, muss die Liebe sowas aushalten können. Da ist man jetzt mal ein bisschen sauer. Immerhin hat er mit dir SMS geschrieben. Er hat mit dir SMS geschrieben. Und ja, während er sich irgendwie... Ja, gut, aber... Na ja, gut. Tut mir leid. Ja, gut, aber er hat es mit dir gemacht. Da kann man auch sagen, nur gut, das war jetzt nicht die feine englische Art. Schwamm drüber, wir beide lieben uns und haben Sex wieder so wie früher und ausgelassen und lassen es uns gut gehen. Aber meinst du nicht... Sorry, wenn ich dich unterbreche, ja. Domian. Aber meinst du nicht, dass irgendwie diese Lüge, dass sie nicht bezeichnend ist? Ja, vielleicht weiß er auch, wie sehr empfindlich du bist. Und dass er da deshalb vielleicht auch versucht hat, das einfach unter den Tisch zu kehren, weil es für ihn auch keine Relevanz hat. Das hat wahrscheinlich für den so viel Relevanz wie immer Fritten essen mit Mayo. Weißt du? Oh. Also, ich appelliere jetzt nur wirklich an euch beide und vor allen Dingen an dich. Wenn das, ist immer vorausgesetzt, dass das vorher eine tolle Liebe war. Auf jeden Fall. So, ist dieser kleine Kleinscheiß, sage ich jetzt, bei der da passiert ist, der darf die Liebe nicht kaputt machen. Ich hoffe, dass ihr irgendwann darüber lacht und dann ziehst du dir irgendwann andere Sachen rein und schickst ihm heiße SMS und dann seid ihr wieder quitt. Okay. Also, du hast gerade noch so eine Andeutung gemacht, aber wahrscheinlich bist du jetzt so grundskeptisch, ne? Und denkst... Das ist sehr schwierig für mich, Domian. Ja, aber du hängst es zu hoch. Glaub mir. Du hängst es zu hoch. Wenn der jetzt, ich sag dir mal wirklich, was ganz schlimm wäre, wenn der jetzt, vielleicht, wenn du ihm auf die Schliche gekommen wärst und er hätte ein halbes Jahr, sage ich mal so als Beispiel, ein halbes Jahr eine andere Frau nebenher. Oh Mann, ich den Teufel an die Wand. Nein, will ich auch gar nicht. Ich will dir nur sagen, das wäre dramatisch. Dann stünde ich aber wie eine Eins neben dir, wirklich. So muss ich sagen. Oh, wäre auch nicht schlecht. Ja. Ja, die Kim. So muss ich dir sagen, jetzt komm mal wieder ein bisschen runter, Kim. Hast einen tollen Typ. Ist alles dran, wie wir gerade erfahren haben. Oh ja. So, und jetzt könnte ich mir vorstellen, was ihr jetzt gleich auch noch ein bisschen macht und Versöhnung feiert. Hm? Auf dich, Domian. Ich hoffe, du hast recht. So, jetzt haben wir lange gesprochen. Ich glaube, mit Patrick brauche ich jetzt nicht mehr sprechen. Der hat ja mitgehört. Ja, aber kann ich vielleicht noch ein Autogramm von dir haben? Ja, das kannst du auch noch haben. Dann legst du auf. Ich bin ein so großer Fan von dir, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Sehr lieb. Das heißt, du legst auf, wir rufen dich nochmal an oder euch nochmal an wegen der Anschrift und versöhnt euch beide wieder und genießt eure Liebe.
So. Ach, Domian, danke schön. Auf Wiederhören, Kim, und auf Wiederhören, Patrick. Ja, und alles Gute noch für deine Sendung. Dankeschön, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, morgen ist Themennacht. Morgen heißt unser Thema unverhoffter Besuch. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die eben unverhofften Besuch bekommen haben. Vielleicht von einem verschollen geglaubten Verwandten oder von der Polizei, die eine schlimme Nachricht übermittelt hat. Oder vom Klempner, der nicht nur die Badewanne reparieren wollte. Oder vielleicht von einem eifersüchtigen Nebenbuhler. Und so weiter und so weiter, gibt es wahrscheinlich ganz viele Beispiele. Also unverhoffter Besuch. Besuch, der euch in Erinnerung geblieben ist, mit dem ihr gar nicht so gerechnet hattet. Wenn ihr mir darüber erzählen wollt, dann meldet euch morgen ab 0 Uhr, sind die Leitungen geschaltet, oder ihr könnt natürlich rund um die Uhr mailen. domian@wdr.de. So, jetzt begrüße ich ganz herzlich die Petra. Und Petra ist 50. Guten Morgen. Hallo Petra. Guten Morgen, Domian. Hallo Petra. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, meine Mutter hat vor ihrem Tod ihre Verfügung geändert, wie sie beerdigt werden möchte. Ja. Und ich habe eine Schwester, die ist aus erster Ehe von meiner Mutter, wir sind 7 Jahre, ist ein Unterschied auch. Ja. Die hatten keinen Kontakt mehr. Nachdem meine Mama aber sehr krank war, ich habe sie auch 2,5 Jahre bei mir rund um Uhr gepflegt, hat sie dann gesagt, ob sie mal kommen kann. Meine Mutter konnte nicht mehr sprechen. Dann habe ich gedacht, wenn sie im Pflegeheim wäre, würde meine Schwester ja auch dahin können. Habe sie auch reingelassen. Sie hat sich so um die Belange meiner Mutter überhaupt nicht gekümmert. Meine Mutter wollte vor 25 Jahren in der Gruft meines Vaters beerdigt werden. Vor einigen Jahren hat sie aber ihr Denken umgeändert und wollte in eine Urne, die sich selber zersetzt, unter einem Baum beerdigt werden. Ja, vor einigen Jahren hat sie diesen Wunsch geäußert. Vor 3 Jahren ungefähr. Vor 3 Jahren. Hat das auch beim Bestatter verfügt, hat alles machen lassen. Und wir haben dann, als meine Mutter, sie musste noch 3 Tage vorher ins Krankenhaus, weil sie keine Luft mehr kriegte, sie gestorben ist, habe ich meine Schwester angerufen. Sie kam mit ihrer Tochter. Und am Bett, wie meine Mama eben frisch tot war, hatte ich erst einmal das Gefühl wie Familie gehabt. Mit dem Arm genommen und es war friedlich. Wann ist die Mama verstorben? Am 27.05. dieses Jahr. Ja. Und sie war wirklich eine gute Mutter für beide Kinder. Und jedenfalls habe ich dann auch gedacht, das ist alles okay. Und Freitag sollte eine Gedenkmesse, meine Mutter wollte, dass niemand auf der Beerdigung mitgeht und dass wir eine Gedenkmesse zu Hause abhalten. Dass jemand spricht, die hat sie auch gesagt, welche Musik und die Blumen, wie sie im Bittenbild, wie das sein sollte. Haben wir auch freitags gemacht. Das sollte alles zu Hause stattfinden. Das wollte sie, dass das zu Hause ist, mit den Menschen, die sie auch in der Krankheit begleitet haben. Darf ich kurz zwischenfragen, warum deine Mutter nicht wollte, dass ihr mit zur Beisetzung geht oder in die Trauerhalle? Sie wollte überhaupt auch die Trauerhalle und dies nicht. Sie hat in den letzten Jahren, sag ich mal, ein Stück den Glauben an Kirche und diese ganzen Zeremonien irgendwo, weiß ich nicht, sie hat an Gott geglaubt, eine höhere Macht, aber nicht mehr an diese ganzen kirchlichen Zeremonien. Ja. Sie war so ein Stück bitter gewesen, weil die Familie von meiner Schwester, die Seite, ganz zerstritten war. Also es war ganz schäbig, ne? Na gut, das ist ja auch eine durchaus zu respektierende Alternative, wenn jemand sagt, dass die Trauerfeier soll zu Hause stattfinden. Warum nicht? Es ist ungewöhnlich, aber das ist natürlich auch ein Wunsch, den man dann respektieren muss. Ja, weil sie hat gesagt, die Zeit vorher konnten die Menschen kommen. Man sagt, ich brauche niemand hergehen. Aber sie hat vor 25 Jahren, wollte sie in die Gruft meines Vaters, der jetzt im Januar 25 Jahre tot war, hat aber dann, wie gesagt, vor 3 Jahren alles geändert. Mittwochs dann habe ich meine Nichte angerufen, habe gesagt, Freitags ist alles vorbereitet. Ja, sagt sie, die Wolken kommen. Und mittwochs nachmittags rief die Bestatterin an, dass meine Schwester da war, die wohnt 50 Kilometer entfernt von mir. Und hat dann ein Riesentheater gemacht und meine Mutter würde verscharrt werden wie ein Hund und hat dann einen Riesenwirbel gemacht, worauf die Bestatterin auch schriftlich nochmal festgelegt hat, dass das eine Unverschämtheit wäre. Sie wird würdevoll beigesetzt, trotz allem. Das ist halt der Wunsch und jeder hat den Wunsch zu respektieren, den Sterbender, wo er selbst verfügt auch. Ne? Hat die Schwester denn etwas verfügt, was nun ganz anders war als der Sinn deiner Mutter? Meine Schwester wollte so eine riesen Brombarium-Beerdigung haben und vorher kam sie vielleicht einmal im Jahr mit so einem Tankstellenblumenstrauß. Wie ist es denn dann letztendlich gekommen? Ja, letztendlich habe ich jetzt durchgesetzt, wie Mama das wollte.
habe aber jetzt ein wahnsinnig schlechtes Gefühl und denke, vielleicht hätte ich es doch anders machen sollen, warum? Aber dann hätte ich nicht das gemacht, was meine Mama will. Ja eben, warum hast du ein schlechtes Gefühl, wenn du ganz im Sinne deiner Mutter gehandelt hast? Ja, meine Schwester, die hat dann dienstags eine riesen Anzeige in der Zeitung gemacht, in dem Ort genau, wo auch mein Vater seine ganze Familie hat und meine Mutter ihre paar Geschwister noch hat, die noch leben. Nur im Namen ihres Mannes, von sich selber und von ihren Kindern, als wenn die immer alles für die Mutter gemacht haben, als wenn die Mutter im Heim oder so gestorben wäre. Ich habe dann mit der Bestatterin gesprochen, habe mittwochs eine Anzeige reinmachen lassen, im Namen eben beider Kinder, als wenn ich die dienstags nicht gesehen hätte. Wobei mich alle Leute kennen und ich die Kontakte dahin überall hatte und meine Schwester nicht. Also sie hat mir damit auch nochmal wehgetan. Da war zum Beispiel der Satz dann bei, die Liebe, die du meiner Familie gegeben hast. Mein Schwager hat meine Mutter über 20 Jahre nicht mehr gesehen und die andere Nichte auch nicht. Wie gesagt, jetzt denke ich, war es richtig, dass ich sie überhaupt ans Bett gelassen habe. Meine Mutter wollte sie ja eigentlich gar nicht. Wäre sie aber im Pflegeheim gewesen, die hätten sie auch reingelassen. Also, weißt du, das eine ist jetzt der Kleinkrieg zwischen ein familiärer, böser Kleinkrieg. Ich finde das schon schlimm mit diesen Traueranzeigen. Ach. Ich finde auch schlimm, ganz schlimm, dass deine Schwester bei der Bestatterin da Streit angefangen hat und sich gegen den Willen deiner Mutter gesträubt hat. Ich finde es absolut richtig, dass du das so durchgezogen hast. Du hast den Willen deiner Mutter umgesetzt. Und nur darum geht es. So, dass du sie ans Bett gelassen hast, finde ich auch eine sehr menschliche Geste. Gerade in einer solch schlimmen Situation hättest du dir vielleicht sogar Vorwürfe hinterher gemacht, wenn du es verboten hättest, dass deine Schwester an das Krankenbett deiner Mutter kommt. Dass das jetzt so schlimme Verläufe genommen hat, konntest du ja nicht ahnen. Nein, Domian, das Schlimme ist ja, da wo meine Mama auf dem Intensivzimmer gestorben ist, da hat 6 Wochen vorher mein einziger Sohn gelegen, nach einem Blinddarm-OP mit innerer Bauchblutung und ist seitdem auch ein Bluter, auf demselben Zimmer. Also das war für uns ganz schlimm. Das heißt, du bist mit den Nerven ziemlich runter gewesen, schon damals, und bist sehr dünnhäutig geworden. Ja. Und wenn man die Mutter verliert, ist das eine Katastrophe? Meine Mama war ganz toll, das war auch meine Freundin. Ja, und wenn das jetzt auch noch kombiniert ist mit einem schrecklichen, schmutzigen Familienkrieg. Ich sag dir wirklich, aber so etwas mit voller Überzeugung, Peter, dass ich finde, dass du dich richtig verhalten hast. Ich habe wirklich 2,5 Jahre, ich habe sie bei mir im Schlafzimmer geholt. Ich habe alles gemacht, 24 Stunden. Ich habe noch nicht mal den jährlichen Urlaub genommen. Ich war immer da und wie gesagt, ich habe wirklich gedacht, ich habe meiner Schwester jederzeit die Tür offen gemacht. Wie ist denn die... Ich dachte, ich bin nicht der liebe Gott, ich habe das nicht zu entscheiden. Ja. Ich verstehe nicht, warum sie das jetzt so gemacht hat. Wie ist es denn jetzt ganz aktuell? Ist Sendepause zwischen euch beiden? Funkstille? Ich habe ihr noch einen langen Brief geschrieben danach, wo ich gesagt habe, dass ich das nicht verstehen kann, dass sie solche Unwahrheiten verbreitet. Habe ihr auch noch ein Bild von der Mama geschickt. Habe auch die ganzen Kosten alleine getragen. Sie hatte schon während der Pflege erzählt, ich würde so dick Pflegegeld kriegen und Rente. Gab es eine Reaktion? Meine Mama hat ganz wenig Rente gehabt, die hätte noch vom Sozialamt beigekriegt. Und Pflege habe ich zwar Stufe 3 gehabt, das war aber abgetreten am Pflegedienst, die kam 4-mal. Gab es eine Reaktion auf diesen Brief? Gar nichts. Gar nichts. Sie macht mich nur in der gesamten Verwandtschaft halt schlecht, dass ich meinen Kopf durchgesetzt hätte. Ich hätte die Beerdigung so durchgezogen, wie ich das wollte. Ja, aber das stimmt doch nicht. Deine Mutter hat es doch so verfügt. Kann man das hier sogar schwarz auf weiß sehen? Ist so, ist da. Ja, gut, dann zeigt der Verwandtschaft die Verfügung. Und ja, dann? Ich habe mich irgendwie ganz isoliert momentan. Ich habe meinen Sohn und seine Verlobte und aber das macht mich total fertig. Ich kann nicht mehr schlafen, ich komme nicht zur Ruhe. Und ja, aber was dich letztendlich trösten sollte, Petra, ist, dass du den letzten Willen deiner Mutter erfüllt hast. Und das ist das Allerwichtigste überhaupt. Ja, das habe ich. Ich glaube, so und das ist ruhig gewesen. Bitte? Ich glaube, das hätte ich auch nicht ertragen, wenn sie in eine Gruft drin gewesen wäre, wo sie nicht mehr rein wollte. So, das ist genau der Punkt. Dass man natürlich dann fertig mit den Nerven ist und angeschlagen, wenn man so einen Verwandtschaftskrieg da ausfechten muss, verstehe ich auch. Ich würde mich an der Stelle auch jetzt völlig raushalten. Ich würde auch keinen Brief mehr schreiben, gar nichts, nichts mehr. Sollte irgendein Verwandter eine blöde Bemerkung machen, dann legt denen das Papier vor, wo deine Mutter das verfügt hat.
Aber halte dich aus diesem Konflikt raus, weil es bringt ja gar nichts mehr. Es gibt nur neue Verletzungen, es saugt an deinen Kräften und es gibt keinen Frieden. Tomian, ich bin halt auch so leid, mich immer für die Wahrheit zu rechtfertigen, ne? Und immer zu beweisen, dass ich die Wahrheit spreche oder dass das rechtens ist. Ich habe da keine Kraft mehr für. Ne? Kann ich verstehen. Nochmals, ich finde, dass es richtig ist, was du gemacht hast, alles, was du jetzt erzählt hast. Ich würde dir gerne jetzt noch ein Gespräch, weil du ja ziemlich angeschlagen bist und traurig bist, auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Dankeschön. Dann könnt ihr noch ein bisschen reden und dann finden sich die Dinge hoffentlich wieder. Ich finde die Sendung auch im Übrigen ganz, ganz toll. Ich gucke die auch ganz oft. Sehr nett. Vielen Dank, dass du sagst, Petra. Dann legst du bitte auf und die Simone ruft dich an. Ja, und ich wünsche dir alles Gute. Und tschüss. Tschüss. So, als nächstes kommt der Christian. Und Christian ist 32. Guten Morgen. Hallo. Hallo Christian. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist gar nicht so leicht. Ja, ich weiß nicht, ob es mit Schuldgefühlen richtig ausgedrückt ist. Sag mal so ein paar Stichworte. Also ich bin Feuerwehrmann und habe vor einigen Jahren ja erlebt, dass ich eine gute Bekannte bei einem Einsatz tot bergen musste. Mhm. Bist du Berufsfeuerwehrmann? Nee, ich bin Freiwilliger. Freiwilliger. Und ja, mich lässt das halt irgendwie nicht los. Vor einigen Jahren ist das passiert. Ja. Wie gut kanntest du diese Frau? Ja, also ja, sie war im Ort bekannt. Ich bin bei ihr Kunde gewesen. Sie hatte ein eigenes Geschäft. Und ja, ich kannte sie doch schon etwas besser. Was heißt das? War da ein enger persönlicher Draht oder Verbindung zwischen euch beiden? Nee, das nicht. Also es war keine Freundschaft? Nein. Nee, es war so eine gute Bekannte aus dem Ort halt. Genau. Wie alt ist die Frau geworden? Anfang 40. Du sagtest du gerade, dein Thema ist kompliziert und es hat mit Schuld etwas zu tun. Warum mit Schuld? Ich weiß nicht, ob man das so beschreiben kann. Also es ist zwar nachgewiesen, dass wir alles gemacht haben, was möglich war, aber ich werde das Gefühl halt nicht los, dass man hätte vielleicht doch schneller sein können oder dass man irgendwas verkehrt gemacht hat. Du sagst Mann oder du? Ja, eher ich. Und was hätte das sein können, was du besser hättest tun können? Halt die Frage, das weiß ich nicht und das kann mir auch keiner beantworten, weil es ist eigentlich nicht so. Ja, aber wenn man sich Vorwürfe macht oder wenn man Schuld hat, dann denkt man ja, wie begründet das auch sein mag, sei dahingestellt. Aber man denkt ja so Details schon durch. Und deshalb die Frage, wenn du alles so durchspielst, an welcher Stelle hättest du denn vielleicht schneller oder anders reagieren können? Vielleicht hätte man sie schneller finden können oder in dem Gebäude. Hätte man sie schneller finden können? Gibt es dafür ein Indiz, dass man das hätte früher, habt ihr irgendwie rumgetrödelt oder habt ihr ein... Nee, eigentlich nicht mal. Das ist halt das Problem so. Es ist ja auch nachgewiesen, dass man hätte nicht... Wie viele Menschen sind umgekommen bei dem Feuer? Nur sie. Sie. Ja. Hat das ganze Haus gebrannt oder eine Wohnung? Das ganze Haus. Und als ihr alarmiert wurdet, brannte das Haus schon lichterloh? Ja. Das heißt, ihr kamt an und das Haus, ihr saht schon die offenen Flammen? Genau. Wie viele Leute waren das? Also wie viele Feuerwehrmänner? Boah, wir waren, glaube ich, 30. 30 Feuerwehrleute? 20, 30 Feuerwehrleute. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass ihr genauso, wie ihr trainiert seid, professionell sofort an die Sache rangegangen seid. Richtig. Oder gab es irgendetwas, wo du im Nachhinein sagst, Mann, da haben wir wertvolle Minuten verloren? Nee, gar nicht. Gar nichts. Also wenn du das in aller Ruhe nochmal so nachdenkst und durchspielst, es ist so gehandelt worden, wie man professionell als Feuerwehr handeln muss. Genau. Und so hast auch du dich entsprechend verhalten? Ja. Wusstet ihr denn, in welchem Zimmer diese Frau sich befand? Nein.
wussten wir nicht. Das heißt, ihr seid in das Haus, beschreib mir, wie das war, ihr seid in das Haus eingedrungen? Wir sind in das Haus eingedrungen, wir wussten, dass noch eine Person vermisst wird. Also es waren vorher noch andere in dem Haus? Ja. Wie viel? Der Ehemann und zwei Kinder. Ja. Es handelt sich um ein Einfamilienhaus. Ja, ein Einfamilienhaus kann man so sagen. Und hatte der Ehemann in seiner Not gerufen, da ist noch meine Frau drin? Nee, also, ja, wir wussten halt, dass noch jemand im Gebäude ist. Von wem wusstet ihr das? Das hat die Polizei uns mitgeteilt. Ach so. Die war schon da. So, dann seid ihr rein und dann weiter? Ja, und dann haben wir halt das Haus abgesucht auf den einzelnen Etagen und haben sie dann gefunden. Auf welcher Etage war sie? In der ersten Etage. Die erste Etage. War sie da schon verstorben, als ihr sie gefunden habt? Ja. Und dann habt ihr sie rausgetragen. Genau. Und warst du derjenige, der auch mit angefasst hat und ja, sie noch ich habe sie mitgefunden. Wie viele Jahre ist es her? Das ist 2002 gewesen. 2002? Ja. Und da sagst du heute noch, dass du Schuldgefühle hast? Ja, also ich weiß nicht, ob man das mit dem Wort Schuldgefühl richtig beschreiben kann, aber es lässt einen halt nicht los. Hast du danach wieder als Feuerwehrmann? Bist du wieder als Feuerwehrmann tätig gewesen? Ja, bin ich heute noch. Heute noch. Gab es denn vergleichbare schlimme Unglücke nochmal in eurem Einsatzgebiet? Nee. War das denn damals die erste Konfrontation mit so etwas sehr, sehr, sehr schlimm, mit einem toten Menschen? Ja, das war das erste Mal. Vielleicht kann es ja auch daran liegen. Könnte auch sein. Hast du das mit deinen Kollegen besprochen, dass dir das so nahe geht? Ja, das haben wir damals besprochen und ich habe auch mit dem Notfallseelsorger gesprochen. Aber nur einmal, oder? Ja. Nur einmal. Und jetzt sind viele Jahre vergangen, 2002 bis heute 2007. Wie oft denkst du da dran? Also, früher habe ich öfters dran gedacht und heute ist es so, ja, kann man schlecht sagen, das kommt und geht halt so. In Zahlen kann man das nicht sagen. Aber so, sagen wir mal, in einer Woche schon mehrfach? Ich würde sagen, im Monat mehrfach, in einer Woche. Redest du heute noch mit jemandem darüber? Ganz, ganz wenig. Wenn, dann mit wem? Ja, mit Feuerwehrkameraden, aber mit anderen Feuerwehrkameraden wie damals. Die gar nicht daran beteiligt waren und ja. Was sagen die denn dann, wenn du das erzählst? Ja, die sind halt, ja, ich sag mal froh, dass sie in so eine Situation noch nicht gekommen sind. Und bist du verheiratet? Nein, ich wohne alleine. Eine Freundin? Hast du eine Freundin? Nein. Nee. Hattest du in den letzten Jahren mal eine Freundin? Ja, eine. Ja, ich frage deshalb, ob du mit der Frau auch darüber gesprochen hast. Ja, habe ich. Ja. Also Christian, mir gibt das schon zu denken, wenn man nach so langer Zeit das noch so präsent hat und sich dann sogar hier bei mir meldet damit. Diese Sache hat ja offensichtlich einen kolossalen Schock in dir ausgelöst oder bewirkt damals. Ja, damals auf alle Fälle, das war schon... Ja, vielleicht war es die erstmalige Konfrontation mit so etwas Schrecklichem. Objektiv gesehen, aber das muss ich dir ja nicht sagen, das haben dir alle Leute tausendmal gesagt. Trifft dich ja kein Prozent Schuld. Ja, das ist richtig. Aber ich glaube, diese objektive Einsicht hilft einem da nicht so weiter. Das ist ein Gefühl, was einen da plagt. Das ist richtig.
Und ich glaube auch, dass ein einmaliges Gespräch mit einem Seelsorger da nicht ausreichend ist. So hilfreich das sicher im ersten Moment ist. Aber ich würde dir sehr dringend empfehlen, diesbezüglich dich mit einem Psychologen in Verbindung zu setzen. Vielleicht muss das gar nicht eine großartige Therapie sein, sondern vielleicht ist das auch mit einigen Gesprächsstunden getan. Mit einem Trauma, mit einem Spezialisten für Traumatherapie zum Beispiel. Aber dafür habe ich meine Psychologin, die weiß genau, wie man das am besten macht und bei wem und wie oft und so weiter. Da würde ich dich jetzt gerne an die Simone weitergeben. Ich würde es nur an deiner Stelle wirklich machen, um die Sache auch dann verarbeitet zu deiner Vergangenheit legen zu können, damit dir das nicht noch mehrere Jahre nachgeht. Mhm. Wärst du denn bereit, sowas zu machen? Ja. Ja. Wäre ich. Was machst du vom Beruf? Zurzeit bin ich arbeitssuchend. Ja, und hast vorher was gemacht? Im Sicherheitsdienst gearbeitet. Im Sicherheitsdienst, ja. Mhm. Christian, dann bitte ich dich aufzulegen und wir rufen dich gleich wieder an und dann bekommst du eine ordentliche Beratung von meiner Psychologin und vielleicht auch die eine oder andere Adresse, wo du hingehen könntest in deinem Umfeld, in deiner Umgebung. Alles klar, Domian. Dann wünsche ich dir alles Liebe und alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema unverhoffter Besuch. Gab es in eurem Leben mal einen Besuch, den ihr so schnell nicht mehr vergessen werdet? Vielleicht die Polizei mit einer schlimmen Nachricht, vielleicht ein Verwandter, den ihr verschollen geglaubt habt, vielleicht auch irgendwas Lustiges oder vielleicht war es auch der eifersüchtige Nachbar oder weiß ich was. Also unverhoffter Besuch ist unser Thema morgen und wenn ihr gerne mir über so einen Besuch was erzählen wollt, dann meldet euch rund um die Uhr domian@wdr.de oder mailt domian@wdr.de mailen oder ruft an, ab 0 Uhr sind wir hier und die Leitungen sind geschaltet. Weiter geht es mit Lola. Lola ist 38. Guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen, Domi. Ich bin verwirrt. Das ist immer. Das passiert mir auch schon mal, wenn ich aufgeregt bin, dass ich dann den Namen, meinen eigenen Namen sage. Vor allem, weil ich ja gleichzeitig Fernseher sieht und es ist halt verschoben. Ja, genau. Ich denke auch, also der Typ ja vorher, das ist ja ein total ernstes Thema und jetzt plumpst sie so rein mit einem nicht so ernst. Aber so ist das bei uns und du bist sehr herzlich willkommen. Ja, danke schön. Um was geht's denn? Also ich rufe an, weil ich arbeite als Hure und das ist im Grunde genommen mein Traumberuf momentan. Ach, das habe ich, so hat's mir noch keine Hure erzählt. Nee, das ist wirklich für mich die Wahrheit. Ich habe schon mit vielen Huren gesprochen, die gesagt haben, okay, das ist okay, das ist ein Job. Ja. Aber das ist mein Traumberuf, das hat mir noch keinen gesagt. Wie lange arbeitest du in dem Beruf? Nicht sehr lange, also ich habe vor 3/4 Jahr habe ich überhaupt angefangen. Also ich war 10 Jahre in einer Ehe und die letzten 4 Jahre von dieser Ehe gab es überhaupt keinen Sex. Mhm. Und ich bin eigentlich ein Mensch, die Sex total liebe. Und ich war so derzeit irgendwann... Sag mal, ich muss mal eben unterbrechen. Kommst du zufällig aus Dänemark? Ja. Es klingt wunderbar. Dankeschön. Wir Deutschen lieben so sehr das Akzent von dänischen Menschen, wenn die Deutsch sprechen. Weil das hört sich so niedlich an. Das klingt super süß, ja. Ja. Damit also kann ich auch punkten bei meinen Kunden. Das glaube ich, ja. Ja, okay. Also ich meine, ich war 10 Jahre in einer Ehe, die letzten 4 Jahre war sexlos und das hat dann irgendwie dazu geführt, dass ich irgendwann total verzweifelt war. Und aber deshalb wird man ja nicht gleich Hure, oder? Nein, man das ist ja auch eine Entwicklung von 3 Jahren ungefähr. Mhm. Und fing dann an, dass ich anfing, in den Swingerclub zu gehen. Und das war wie, als eine Tür aufgestoßen wird, dass ich einfach gemerkt habe, dass ich einfach total auf Sex in viele Richtungen steht und total auf Experimentieren steht und so weiter und so fort. Schließe ich daraus, dass du, wenn du deinem Beruf jetzt nachgehst, auch fast immer oder sogar jedes Mal auch einen Orgasmus hast? Nicht immer, aber sehr, sehr häufig. Ah ja. Und sogar auch, also ich meine, das ist klar, also ich seit 3/4 Jahr fing ich an, mir ein bisschen anzutasten. Mhm.
hieß, ich habe versucht, bei Xcord zu machen, war auch irgendwie in so einer Modellwohnung, hat auch in einem Pornokino gearbeitet und so. Weil das hat natürlich auch einen Zusammenhang gehabt, dass ich überhaupt kein Geld hatte, war die Kombination so. Und in der Zeit kam es mir überhaupt nicht aufgehoben, sondern ich war auch, das war eigentlich so, zum Beispiel in diesem Pornokino habe ich das Gefühl, ich muss mir fast schämen oder das ist ein Tabu Susu geben, dass ich teilweise auch Lust dabei habe, weil die anderen Huren, die dort gearbeitet haben, die haben alle gesagt, naja, ist nur Arbeit und haben total über die Männer abgekotzt und so. Ich kenne das auch so von den Mädels, dass die zu mir sagen, Tabu ist Küssen und Tabu ist ein Orgasmus haben. Also bei mir ist Tabu Küssen. Aber ein Orgasmus ist für mich überhaupt kein Tabu. Arbeitest du in einem Club? Nee, jetzt mag ich das alleine, selbstständig. Ja. Und das ist auch, was dazu führt, dass es für mich auch ein Traumberuf ist, so, weil ich habe jahrelang in die Gastronomie gearbeitet und das hat mir irgendwann total genervt, immer Chefs zu haben, die immer alles besser weiß. Obwohl sie im Grunde genommen keine Ahnung haben. Wie geht das? Ruft man dich an und die Männer kommen zu dir in deine Wohnung oder gehst du zu den Männern? Die kommen zu mir in meine Wohnung. Aber du guckst dir die vorher nicht an? Ich gucke mir sie vorher nicht an. Das heißt, ich habe natürlich auch häufig Männer, die nicht nach meinem Geschmack sind. Und dennoch macht es dir Spaß? Dennoch mag es mir Spaß. Da ist natürlich häufig, wo derjenige kommt durch die Tür und ich denke, erstmal ein bisschen schlucken und so. Dass er nicht gerade so der Traumboy ist oder so. Aber ich versuche so, ich denke, Sexualität, finde ich, ist sowieso etwas Spirituelles, etwas Göttliches. Und wenn jetzt zu mir ein älterer Herr kommt und der von mir gar nicht attraktiv ist, ich denke trotzdem, der hat irgendwelche Träume, was der gern erfüllt haben möchte. So. Nun kann man ja vielleicht sagen, die Lola, die ja wahrscheinlich gar nicht Lola heißt, aber wir nennen sie jetzt mal so, redet noch so, wie sie redet, weil die gerade erst mal ein Dreivierteljahr in dem Business ist. Das kann gut sein. Das kann gut sein. Aber ich denke, es passt sehr auf mich auf und ich bin sehr häufig über mich selber erstaunt, weil selber, wenn ich irgendwie Sex habe mit älteren Männern, zum Beispiel ist es auch häufig so, glaube ich, dass Huren sich nicht lecken lassen. Ja. Ich lasse mir von den Männern lecken. Ja, so im Detail müssen wir es jetzt auch nicht finden. Naja, gut, aber ich bekomme dadurch einen Orgasmus, wenn ich den Mann nicht attraktiv finde. Und das, was ich erstaunlich finde, ist, was, obwohl man nicht ins Detail gehen muss, dass ich habe früher gedacht, die Männer kommen nur, um ihren Bedürfnisse zu decken und du bist nur ein Objekt. So. Aber viele Männer möchten eigentlich auch gern, dass du Lust dabei empfindest. Und ich denke, ich bin offen. Kann das sein, dass du jetzt all das jetzt in diesem Job oder über den Job nachholst, was du vielleicht privat über Jahre versäumt hast? Teilweise schon, aber ich meine, ich habe das ja auch die letzten Jahre nackt geholt und ich kann auch irgendwie, ich bin nicht an einer Beziehung interessiert, aber im Grunde genommen, also mein Geschmack, was Männer angeht, ist sehr jüngere, knackigen und die kann ich so häufig über Internet kennenlernen. Du hast aber keinen Freund im Moment. Ich habe einen Lover und... Und der weiß auch, was du vom Beruf machst? Er weiß das, ja. Und der weiß auch, mit welchem Engagement du dabei bist? Ja, und... Und das macht ihm nichts aus? Ich denke, das ist auch so eine Entwicklung über uns und der hat mir auch dabei ziemlich unterstützt, so, weil wir eigentlich beide gemerkt hat, dass wir vielleicht beide eine Sexualität haben, die nicht so, wie sagt man, alltäglich ist. Ah ja. Ich finde, wir müssen mal klarstellen, Lola, damit wir hier keine Werbung vor Prostitution machen. Ja. Das ist, wie du es jetzt erzählst, wirklich, glaube ich, ein extremer Ausnahmefall. Ausnahmefall. Und für sehr, sehr, sehr viele Frauen ist dieses Geschäft sehr hart. Und für viele Frauen macht dieses Geschäft, viele Frauen werden von diesem Geschäft auch kaputt gemacht, die Psyche. Und es ist sehr schwer, dann wieder für die Mädels da rauszukommen. Ja, das müssen wir jetzt mal so sagen. Das ist vielleicht in deinem Fall speziell jetzt sehr individuell, eine sehr, sehr besondere Sichtweise ist. Und wir wissen ja auch nicht, wie es ist in dem Jahr, wenn wir uns im Jahr wieder unterhalten würden. Genau, das Ding ist auch das Ding, also was ist, weil ich habe mir natürlich auch sehr viele Gedanken darüber gemacht und war auch so, hey, was ist los mit mir und kannst du das überhaupt machen und gehst du selber dabei kaputt und so. Und ich versuche immer zu hören, wie ich es mir fühle. So.
Das heißt, du hast für dich aber so, du beobachtest dich schon sehr genau. Ja, und das mag ich sein, liegt täglich, weil und, ich denke auch, ich würde das niemandem empfehlen, weil ich denke, das kann etwas sehr destruktiv sein. Das kann man, darf man auf keinen Fall empfehlen, weil das ist eine zu spezielle Geschichte. Diese. Aber ich höre mich eigentlich täglich mehrmals am Tag selber zu, um zu merken, kann ich das, tut es mir gut. Ja. Und also einfach, um nicht in irgendwie einen Missbrauch reinzuschlagen. Und du hättest auch die Konsequenz zu sagen, ich höre damit auf, wenn du keine Lust mehr hast dazu. Das kann ich momentan nicht sagen, weil das hat mir gleichzeitig von finanzieller Not gerettet. Das ist immer das Problem dabei. Aber ich denke, das ist wirklich, ich denke auch, dass ich einfach unheimlich viele sehr interessante Erlebnisse habe. Darf ich dich mal fragen, wie viel du jetzt so im Monat Cash auf die Kralle verdienst? Das ist, also ich meine, ich bin ja noch in die, wie sagt man, Aufbauphase. Mhm. Also ich zahle ja auch für die Werbung, aber ich habe durchschnittlich 150 bis 200 Euro täglich. Als Einnahme. Ah ja. Dann ist nicht extrem viel, aber ich meine, das... Liebe Lola, die Sendung ist gleich rum. Ja. Nur haben wir doch eine Weile reden können. Das fand ich ganz interessant. Wie gesagt, das ist dein persönlicher Weg. Ich hoffe, dass du für dich genau das beobachtest, wann es zu viel ist und wann es dir schadet und du die Notbremse ziehst. Ja, das werde ich auf jeden Fall machen. Alles Liebe, alles Gute. Ich bin sowieso Überlebenskünstlerin. Liebe Lola, mach's gut. Danke. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Michael Verhoeven. Morgen heißt unser Thema unverhoffter Besuch. Wer hat euch schon mal ganz unverhofft besucht? 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder.